Hertha-Trainer Sandro Schwarz zu Gast im Amateurstadion. Nein, er war nicht nur am Handy, einmal lächeln und Augen auf. Vielleicht ja seinetwegen Jessic Ngankam. Seit Sommer wieder im Profiteam, kehrte von Greuther Fürth zurück nach Berlin. Starke Vorbereitung gespielt, aber dann warf ihn eine Knieverletzung zurück. Jetzt soll er Spielpraxis sammeln in der zweiten Mannschaft. Das Mittelstürmerduell gegen Halberstadts Justin Eilers, der nach Zerrung im Oberschenkel wieder fit ist. Hertha in Blau und Weiß mit 8 Punkten aus den letzten 4 Spielen, 7 Minuten rum. Die Hausherren bestimmten das Spiel. Aksakal sieht den zweiten, der vom Profiteam runterkam. Derry Sherhand, 1-0 Hertha. Sherhand am zweiten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt hat er seine ersten Profiminuten gesammelt. Danach auch verletzt. Auch für ihn heißt es fit spielen und Selbstvertrauen sammeln, schüttelt Amadou ab, Kopf hoch vor dem Abschluss und dann vorbei an Zichos, der noch leicht dran war. Doch der Ball im Netz, Traumstart für die Hertha. Achtzehnte Minute, Halberstadt fand noch nicht wirklich ins Spiel. Dann dieser Ball auf Van der Werf gegen Schuck. Van der Werf blieb liegen, krümmt sich da am Boden. Noch Schiedsrichter Stefan Herde lässt laufen. Knifflige Szene. Van der Werf ist eher am Ball. Schuck berührt den Ball danach auch mit dem Knie. Räumt Van der Werf in vollem Tempo, aber ab. Durchaus glücklich für Hertha. Hätte sonst bei einem Foulpfiff rot geben müssen für Schuck. Ball gespielt, angezeigt vom Schiri, sagen wir so. Der Ball, er war auch dabei. Weiter 11 gegen 11 mit einer besseren Hertha, aber Halberstadt wagte sich raus. Korsch auf Hacketal. Der hatte Platz und zählt einfach mal ab. Schuck dieses Mal umso besser, ist mit der linken Tatze dran. Und Eilers am langen Pfosten, das hat man gehört, den Abpraller hätte er gern genommen. Halberstadt besser drin. Bro, hart aber fair und dann Ole Hoch mit dem nächsten Abschluss. Die Germania noch ohne Saisonsieg, gerade mal ein Pünktchen auf dem Konto. Gute Schusstechnik von Ole Hoch und wieder Schuck. Hertha 2 überlegen, ohne die großen Hochkaräter nach der Führung, aber mit Derry Sherhand, bester Herthaner an diesem Tag, bedient Jessica Gankam und Zichos. Überragender Touch bei der Ballannahme von Sherhand, der 19-Jährige. Letzte Saison mit 16 Treffern am ersten Spieltag gegen Lok getroffen. Bro hatte so seine Problemchen mit Sherhand und Gankam. 25 Bundesligaspiele für Hertha und Fürth. 4 Tore, starker Reflex von Zichos. Sandro Schwarz konnte sich einiges notieren. Einen umtriebigen Jessica Gankam und vor allem aber Derry Sherhand bringt alles mit, um mal Bundesliga-Profi zu werden. Auch wenn er den hier liegen lässt, er machte bislang nicht nur durch seinen Treffer den Unterschied aus in diesem Spiel. 44. Minute, Hertha ließ einiges liegen. Immer wieder gab es diese Diagonalverlagerungen. Ulrich gegen Bro. Und dann Abdulatif mit dem Kopf zum 2-0. Bitter für Halberstadt, so kurz vor der Pause. Kein gutes Abwehrverhalten von Bro gegen Ulrich. Der darf zur Flanke kommen und dann keine Zuordnung. Im Zentrum Zichos wieder geschlagen und am Boden, nachdem er den Ball auch noch durch die Beine bekommt. Komfortable Führung zur Pause für Hertha. Zu Hause wollen sie ja stabiler werden. Die Kulisse dafür, die passt ganz oben über den Berliner Olympiapark. Zweite Halbzeit, das ist Jindawi. Der kam Mitte der ersten Halbzeit für den verletzten Aksakal. Und dann Eitschberger auf Čović. Maurice Čović. Starker Dropkick, aber zu unplatziert. Nach 63 Minuten gab es die Ampelkarte für Torschütze Abdulatif, hatte schon gelb und musste hier sowas von verdient duschen. Offene Sohle gegen Bro, da kann Schlimmeres passieren, ging weiter für Bro. Abdulatif hat eine Woche Pause. Eine halbe Stunde für Halberstadt, hier noch was zu holen. Korsch nach dem schnell ausgeführten Freistoß, aber wieder Leon
Kovalchuk, der erst in seinem zweiten Spiel zwischen den Pfosten stand, hier gegen den BFC die Null und ist hier wieder da. 80. Minute, Ole Hoch, einer der besten bei Halberstadt. Korsch, dann Masson, wieder Chuk und Justin Eilers. So frei und nicht im Abseits, der Blick ging nach draußen, vielleicht geht ja die Fahne noch hoch, dann wird über das Ding hier nicht mehr geredet. Solche Chancen musst du nutzen, wenn du unten rauskommen willst. Nochmal die Gäste mit Osave. Der versucht es nochmal, leicht abgefälscht der Schuss. Und Schuck ist zweimal da. Auch im Nachschuss gegen Malina der Ball. Er wollte einfach nicht rein bei der Germania. Sie stehen ja insgesamt erst bei 3 geschossenen Toren in dieser Saison. Schuck ist da. Halberstadt nutzt die eigenen Chancen nicht und lässt hinten zu einfache Situationen zu. 90 plus 2. Ulrich vorbei an Osave und ab dafür ins Netz. Lukas Ulrich wird nur begleitet von Osave, dann schiebt er den Körper clever dazwischen. Sehenswerter Schuss. Keine Chance für Zichos. Erneut keine Chance, der hat da kaum Zeit, die Arme hochzubekommen. Verdienter Sieg für Hertha BSC 2:3:0 und einer, der hat sich in den Fokus von Sandro Schwarz gespielt und wird auch von Trainer Ante Čović geherzt. Derry Sherhand. Ich persönlich sehe das als Chance, wenn der Profitrainer persönlich vorbeikommt und natürlich gibt es einem nochmal extra Motivation und nochmal einen extra Ansporn, deswegen alles gut. Es nicht hin, das Ball, oder den Ball über die Linie zu drücken, die kommen einmal vor das Tor machen, das ist 3:0. Das ist so sinnbildlich und sind wir natürlich tief enttäuscht. Halberstadt weiter auf der Suche nach einem Sieg in dieser Saison. Hertha kann schmunzeln, 5 Spiele ungeschlagen, 3 Siege davon, es läuft.